Moin zusammen und willkommen zurück zu Android. Heute geht es um Tabs. Beziehungsweise, um genau zu sein, machen wir heute erstmal was zum Swipen. Das heißt, wenn wir bei unserer App nach rechts swipen, dann soll ein anderes Fragment angezeigt werden als davor eben. Und das könnt ihr dann alles dynamisch machen, quasi per Swipe ein neues Fragment anzeigen. Und später geht es dann eben, also nächstes Video wahrscheinlich, geht es dann eben auch in die Tabs, die man oben normalerweise sieht, die man dann anklicken kann. Und ja, okay. Ihr könnt dann natürlich auch per Swipe einrichten, dass sich die Tabs oben ändern, aber das überlasse ich dann euch. Super, also fangen wir an, wir haben einiges vor heute. Und ja, das erste, was wir brauchen, ist erstmal hier ein Fragment, wobei ich das Ganze dynamisch machen werde. Ich werde ein Fragment nur machen, das dann ein Parameter übernimmt und der zeigt uns dann jeweils das passende an. Ihr könnt das Ganze natürlich mit so vielen Fragmenten machen, wie ihr wollt. Wir werden hier jetzt einfach mal ein neues Fragment erstellen, ein Blank Fragment. Ups, warum macht sich das da drüben auf? So. Und wir nennen das aber nicht Blank, oder doch, wir nennen es Blank Fragment, warum nicht? Okay, so. So, den ganzen Kram hier brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Ich wollte nur erstmal schon mal die Klasse erstellen und letztes Mal hat jemand mich darum gebeten, dass ich das doch machen soll, wenn ihr schon zuguckt. Okay, dann brauchen wir noch eine neue Java-Klasse, also File, New, nein, nicht hier. New Java-Class, hier oben. So, und die nennen wir jetzt einfach mal, ja, was wir uns bauen werden, ist ein Collection. Upsala. Collection Pager Adapter im Prinzip. Und das machen wir so. Okay, so jetzt haben wir erstmal alles, was wir brauchen. Jetzt machen wir noch das Manifest auf und dann haben wir tatsächlich alles auch offen, was wir brauchen werden. Hoffe ich zumindest. Falls nicht, machen wir es einfach im Nachhinein noch auf. Okay, also das hier ist die Main Activity. Die hat aktuell noch gar nichts. Das war einfach eine neue App für Android 5, um genau zu sein. Das hier ist unser Blank Fragment. Das hier werden wir alles eh löschen, deswegen brauche ich euch das nicht erklären. Und das hier ist unsere Java-Klasse und das ist unser Manifest. Okay, sehr gut. So, als erstes werden wir jetzt hier in der Main-Activity uns mal die Variable von dem Collection-Pager-Adapter halten. Das heißt, wir haben hier einen Collection-Pager-Adapter. Den nennen wir jetzt einfach mal Call oder Collection-Pager-Adapter, genau. So, und dann haben wir einen View-Pager. View-Pager. Den müssen wir importieren, den brauchen wir nicht selber schreiben. Den nennen wir auch einfach mal View-Pager und fertig. So, was wir genau mit dem Ding machen und was das genau ist, erkläre ich euch, wenn wir dann wirklich mal anfangen. Okay, jetzt haben wir hier erstmal das Layout gesetzt. Da müssen wir sonst weiter nichts machen, nur unten drunter dann wieder. Da sagen wir jetzt, der Collection-Pager-Adapter wird initialisiert, ist gleich New Collection-Pager-Adapter. Und wir wollen hier nachher im Konstruktor noch ein Parameter eingeben, nämlich den GetSupportFragmentManager. So. Das war zwar im Prinzip nur die Initialisierung, das wirft zwar noch einen Fehler, aber das beheben wir nachher. Okay, jetzt machen wir hier erstmal weiter mit dem ViewPager. Der ViewPager wird auch initialisiert. Und zwar ist ein ViewPager hier in der Activity zu finden. Das heißt, ihr habt hier tatsächlich die Textview brauchen wir eigentlich nicht. Ihr habt hier ein ViewPager als Layout sozusagen. Und das ist die große Besonderheit, warum wir hier was anderes machen müssen als sonst immer. Wir gehen jetzt hier direkt mal auf Text und ändern das Ganze jetzt um. Ich mache das hier mal raus komplett. Wir fangen quasi von 0 an. Das hier oben stimmt allerdings. Also Android.support.v4.viewPager. Das ist das, was wir haben wollen. Und der ViewPager ermöglicht uns im Prinzip genau das, was wir später machen wollen. So, da mache ich jetzt einfach erstmal zu. Da kommt natürlich noch mehr rein, wie jedes Mal. Hier, so. Und hier muss jetzt eben das Schema rein. Also quasi erstmal sagen, XMLNS heißt das ganze Ding. Doppelpunkt Android ist gleich diesen wunderbaren Link hier. Ich glaube, ihr könnt es auch irgendwie automatisiert machen. Aber ist nicht so schlimm. Android. Und dann sagen wir hier, wir weisen dem ganzen Ding eine ID zu. Das können wir nämlich auch hier machen in der Textview. Hier sagen wir einfach add plus ID slash pager. Weil wir den so nennen wollen. Dann sagen wir hier wieder Android Doppelpunkt Layout width. Also die Breite, die ist required. Da sagen wir match parent. Das hatten wir im Prinzip davor schon. Hätte vielleicht doch nicht alles rauslöschen müssen. Und hier haben wir jetzt noch die Höhe, die ist auch required. Also Layout, Bodenstrich, Height. Ihr seht es hinten dran, wenn required da steht, dann muss man es angeben. Und hier haben wir auch wieder Match Parent. Match Parent, da. Okay,
So, und das ist im Prinzip alles, was wir jetzt brauchen. Jetzt sind wir hier fertig. Jetzt haben wir uns sozusagen ein Viewpage eingerichtet. Schauen wir uns das Ganze mal als Design an. Da haben wir hier einfach stehen, ich weiß nicht, ob ihr es komplett sehen könnt. Ja, jetzt. Pager, oder sollte zumindest das Ganze sehen können, Pager Custom View Android Support V4 View Pager. Okay, das ganze Ding ist, wie gesagt, einfach bloß dazu da, dass wir hier diese ganzen Dinger hin und her swipen können. Okay, so, also unser View Pager wird jetzt hier initialisiert. Und das machen wir natürlich wieder hier in der Main Activity. Das heißt, wir sagen hier View Pager ist gleich. Und jetzt müssen wir das Ganze wieder casten. View Pager. Find View by ID, wie jedes Mal. R.ID.Pager. So. Das heißt, wir haben uns jetzt hier unser Layout sozusagen geschnappt. Unseren View Pager. Und den benutzen wir jetzt. Okay. Jetzt sagen wir erstmal, wir wollen einen Adapter setzen, deswegen brauchen wir diesen komischen Viewpager hauptsächlich. Set Adapter und dann wollen wir diesen Collection Pager Adapter hier reinsetzen. Das heißt so, okay, klar, dass das jetzt noch nicht funktioniert. Ich habe ja hier in der Collection Pager Adapter Dings Klasse noch nichts gemacht. Das heißt, wir haben hier noch nicht wirklich von den passenden Interfaces und Klassen geerbt. Deswegen funktioniert das noch nicht. Okay, aber erstmal so passt's. Und jetzt machen wir hier mit dem Collection Pager Adapter weiter. Gut, unser Collection Pager Adapter soll hier erstmal was extenden, damit wir hier diesen Fehler loswerden, hier unten den. Und deswegen, das war das Falsche, deswegen sagen wir extenden erstmal Extends, und zwar von dem Fragment State Pager Adapter. Deswegen brauchen wir eine extra Klasse, weil wir hier nochmal extenden wollen. Fragment State Pager Adapter. So, okay. Und jetzt haben wir hier schon das Problem, wir sollen doch bitte, wenn wir drüber fahren, sehen wir es. Wenn wir drüber fahren, sehen wir es? Ja, sehen wir. Die GetItem-Methode implementieren. Und das ist genau das, was wir eben hier machen müssen. Wir swipen sozusagen jedes Mal hin und her und dann passiert eben, jedes Mal beim Swipen gehen wir eins nach rechts oder eins nach links oder wir treffen das Maximum oder das Minimum. Das Minimum ist standardmäßig 0. Das Maximum können wir selber setzen, indem wir auch eine Methode überschreiben. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem Konstruktor. Den hatten wir nämlich drüben gesetzt. Und der hat uns irgendwie nur Kopfschmerzen bereitet, weil wir haben hier auch, ja, einen Fehler gekriegt. Das wollen wir natürlich nicht. Also Public Collection Page Adapter frisst ein Fragment Manager. Fragment Manager. Genau den hier. Den nennen wir jetzt einfach mal FM, Fragment Manager. Und hier sagen wir super von FM. Das heißt, wir rufen sozusagen den Konstruktor von dem Fragment State Pager auf. Von dem Fragment State Pager Adapter, um genau zu sein. Und übergeben dem den Fragment Manager. Und der handelt das Ganze dann einfach. Okay, das ist genau das, was wir brauchten. So, jetzt sagen wir, okay, wir müssen die GetItem-Methode überschreiben. Das heißt, wir machen hier erstmal ein AddOverride hin. Und was wollen wir überschreiben? Die GetItem-Methode, die liefert uns ein Fragment. Also sie heißt jedes Mal, wenn ihr nach rechts swipet oder nach links swipet, dann bekommt ihr ein gewisses Fragment. Und dieses Fragment wird halt hier definiert, was für ein Fragment ihr hier bekommt in der GetItem-Methode. Das ist sozusagen die Methode, wo Magie passiert. GetItem frisst einen Int. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was wir hier tatsächlich brauchen. Wir wollen ja ein Fragment zurückgeben. Und zwar das Fragment, das jedes Mal angezeigt werden soll, je nachdem, wo wir gerade sind. Anfangen tun wir bei 0. Wenn wir nach rechts swipen, sind wir bei 1, wenn wir dann wieder nach rechts swipen, sind wir bei 2 und so weiter und so fort, solange bis ihr eben keinen Bock mehr habt. Und je nachdem könnt ihr hier dann ein passendes Fragment zurückgeben. Also bei uns wird es jetzt das Fragment, nennen wir es einfach mal Fragment, ist gleich new blank Fragment. Eigentlich sollte es nicht unbedingt blank Fragment heißen, aber das sei mal dahingestellt. Okay, und dann packen wir hier einfach was in die Argumente rein. Das kennt ihr auch schon. Ups, das wollte ich nicht. Ihr kennt das Ganze mit den Bundles und den Argumenten ja eh schon. Habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ja, das wollen wir importieren. Danke. Das heißt, wir erstellen uns hier erstmal ein neues Bundle. New Bundle. Und zwar wollen wir dann in dieses Bundle einfach den Integer reinpacken hier von GetItem. Wir fangen hier bei GetItem eigentlich mit 0 an, deswegen werden wir dann nachher i plus 1 reinpacken, aber das ist nicht so wichtig. Ihr könnt ja auch einfach 0 reinpacken, oder halt i reinpacken. Put int und der String key ist jetzt einfach mal
ein Static-Dingens, was wir uns noch kreieren werden, hier im Blank-Fragment drin. Blank-Fragment.arg. Okay. Und hier sagen wir dann einfach i plus 1 wird unser Integer, damit wir auch wissen, worauf wir zugreifen müssen. Okay? Das hier werden wir uns noch definieren. Das ist quasi die gemeinsame Kommunikation. Habe ich euch eigentlich alles schon erklärt, brauche ich euch nicht nochmal sagen. Okay. Super. Jetzt können wir hier im Fragment das Argument setzen einfach. Also wir sagen fragment.setArguments args. Und dann sagen wir, wir geben das Fragment zurück und dann wird dieses Fragment im Prinzip direkt gesetzt. Also durchswipen sozusagen. Okay, return Fragment. Gut, jetzt wollen wir vielleicht nicht unendlich viele Fragmente haben. Das heißt, wenn ihr da mal selber was macht und jedes Mal ein anderes Fragment zurückgibt, zum Beispiel nach i switcht oder mit einer if einfach das Ganze abfragt, bei i gleich 0 zeigt das hier, bei i gleich 1 zeigt das zum Beispiel und so weiter und so fort, dann wollen wir nicht unendlich viele Fragmente haben. Deswegen brauchen wir hier, oder wollen wir meistens noch eine Override-Methode, und zwar die Count-Methode, public int getCount. Die nimmt keine Argumente, aber sagt uns einfach, wie viele Fragmente können wir insgesamt zurückgeben. Das heißt, wir wollen hier jetzt nicht unendlich viele Fragmente, sondern nur 5 haben. Und ja, wie wir dann nachher sehen werden, ist es ziemlich cool, wenn man nur 5 Fragmente hat, dann geht es halt einfach irgendwann nicht mehr weiter. Sieht auch ziemlich geil aus eigentlich. Okay. Und dann könnt ihr dem Ganzen eigentlich noch einen Namen geben sozusagen. Ist auch wieder ein Override, das möchte ich euch auch noch zeigen. Kann man auch sinnvoll sein, deswegen. Ja, ist eine Char-Sequence, was wir hier zurückgeben. Char-Sequence. Get-Page. Habe ich da irgendwie? Manu. Okay. Get-Page-Title ist die Funktion, die wir wollen. In-Position nimmt. So. Und ja, hier drin geben wir jetzt einfach mal return item und dann die Nummer vielleicht von position plus 1. Okay, das ist jetzt unser Name von dem ganzen Ding. Das ist die Anzahl von Tabs, die wir nachher haben werden, die wir swipen können. Ich zeige euch das, wenn es fertig ist. Und das hier liefert uns unser Fragment zurück. Das hier müssen wir noch erstellen, das gibt es aktuell noch nicht, aber wir müssen eh noch das komplette Blank Fragment hier erstellen. Da räumen wir aber erstmal ein bisschen auf. Ja, im Prinzip brauchen wir das alles hier nicht. Ich schmeiß das gerade mal alles raus, das braucht man wirklich nicht. So, okay, das hier brauchen wir auch nicht, dieses Kommentar. Okay, sehr gut. Jetzt können wir hier anfangen, selber was zu machen. Ups, das sollte eigentlich ein Steuerung S werden. Okay, wir wollen hier jetzt erstmal diesen komischen String definieren, damit wir hier drüben den Fehler loswerden. Den hatten wir arg genannt. Das ist ein static String, damit wir einfach sagen können, auf was für Sachen wir zugreifen. Also public, static, final, der soll sich auch nicht mehr verändern. String arg ist gleich. Und dann sagen wir jetzt einfach mal hier Parameter. Ist ja auch egal, was da drin steht. Es muss nur gleich sein, dass ihr auf dasselbe zugreift. Also hier beim Reinstecken denselben String nehmt und beim Rausholen auch wieder denselben String. Deswegen muss es einfach dasselbe sein. Deswegen sagen wir public static final hier. Okay, so und dann wollen wir eigentlich bloß eine einzige Methode hier haben, nämlich addOverride und zwar die public view. Und jetzt wird spannend, welche Methode ist es wohl? Naja, die onCreateView Methode. Okay, so was wir hier drin haben wollen, ist erstmal ein LayoutInflator. Das kennt ihr alles im Prinzip. Layout, Inflator, Inflator. Und die View, Group, Container. Und Bundle, Saved, Instance, State. So, die kennt ihr auch schon. Ist im Prinzip die onCreate-Methode von unserem Fragment. Haben wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, benutzt hier. Und ja, was wir hier drin jetzt machen wollen, wir sagen erstmal, okay, wir hätten ganz gerne unser Blank Fragment hier, also diese XML-Datei hier drin. Das ist quasi das, was wir hier mit dem SetContentView gemacht haben. Machen wir jetzt hier halt bei dem Fragment, indem wir sagen, okay, wir nennen das ganze Ding einfach mal root, ist gleich inflator.inflate. Und jetzt brauchen wir hier irgendeine ID. Naja, unsere ID von dem Ding ist noch nicht gesetzt. Okay. Und dann nennen wir das ganze Ding einfach mal Collection. Weil das wird ja sozusagen unser Fragment für alles auf einmal. Das ist sozusagen alles auf einmal da. Deswegen brauchen wir da, ja, jetzt ist Collection. Okay. Sehr gut.
kopieren wir uns das ganze Ding, dann brauche ich das nicht schreiben. Layoutinflator.inflate r.id.collection. Ich hätte es eh nicht kopieren müssen. Okay, gut. Hier kommt noch der Container rein. Das ist der da. Und dann kommt hier noch das False rein hinten dran. False. So, ist im Prinzip dasselbe wie jedes Mal. Ah, ups. Wir wollen hier natürlich nicht... Ha, Fehler. Okay, wir wollen hier natürlich nicht das Frame-Layout reinbringen, sondern das komplette FragmentBlank.xml, also die komplette XML-Datei, nicht nur das Layout. Deswegen müssen wir hier über r.layout. FragmentBlank ist es. Genau. Okay. So, jetzt haben wir sozusagen unser Fragment, unsere XML-Datei hier zwischengespeichert in der View-Root, also in unserer äußersten View sozusagen. Okay, jetzt schnappen wir uns die Argumente, Bundle, Args, und dann sagen wir hier, wir wollen die Argumente einfach holen, getArguments, und wir schnappen uns wieder das richtige Argument, also über diesen Parameter Arg hier. Das heißt, wir sagen String param ist gleich Integer. Also wir haben ja ein Integer reingestopft, deswegen müssen wir das Ganze erstmal noch casten. Dann sagen wir hier eben Integer.toString und hier kommt jetzt unser Parameter rein. Den Parameter schnappen wir uns wieder, indem wir sagen args.getInt. Und der Key, naja, der Key ist ja immer noch unser Parameter hier oben. Das heißt, wir schnappen uns diesen public static final string. Also gehen wir über blankFragment.arg. Okay, so jetzt haben wir das, was wir reingestopft haben, wieder rausgeholt. Und jetzt können wir hier erstmal zum Beispiel diese TextView neu setzen. Wir haben hier doch irgendwo diese TextView. Ach, die ist einfach so groß. Okay, die TextView ist riesig. Gut. Dann wollen wir als erstes mal die TextView haben. Das machen wir einfach in einer einzigen Zeile. Wir casten das Ganze in TextView, sonst können wir keinen Text setzen. Dann sagen wir root, also quasi unsere ParentView, FindView by ID. R.id, oh, wir sind schon bei 17 Minuten. Ja, okay, heute geht es ein bisschen länger, tut mir leid. R.id hat noch keine ID, verdammt. Okay, ID Text. So, R.id.text. Gut, okay, kennt's nicht, ist mir egal, kennt's doch. Ich weiß es besser. Okay, jetzt casten wir das Ganze und dann können wir nämlich die getText-Methode setzen. Set-Text-Methode können wir dann benutzen. SetText und zwar über die Char-Sequence. Naja gut, die Char-Sequence, die wir setzen wollen, ist einfach nur unser Parameter. Ihr könnt da natürlich setzen, was ihr wollt. Das ist im Prinzip nur, damit wir sehen, dass irgendwas funktioniert hat. Okay, und was wir dann hier zu return, okay. Und dann müssen wir hier natürlich eine View zurückgeben. Und die View, die wir zurückgeben wollen, die quasi gesetzt werden soll, also quasi unser Fragment, das gesetzt werden soll, ist hier unsere Root-View. Okay, also geben wir Root zurück. So, und dann sind wir hier eigentlich fertig. Hier sind wir auch fertig, da drüben auch. Wir sind eigentlich komplett durch. Super, mega geil. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal auf Starten, warten, bis das Ganze da ist und da ist es. Okay, so, jetzt haben wir hier eine 1 stehen. Das ist einfach unser erstes Fragment also gewesen. Wenn ich jetzt hier nach links swipe, dann seht ihr, da geht es nicht weiter, okay? Aber wenn ich nach rechts swipe, kommt das zweite Fragment. Das heißt, wir haben hier die Nummer 2. Bei Nummer 3, 4, na, mit der Maus ist das nicht ganz so einfach. 5 und wenn ich bei 5 bin, dann geht es dann auch nicht weiter, weil unsere getCount-Methode nur 5 Dinger liefert. Okay, sehr geil. Ihr könnt dann hier, wie gesagt, nach getItem einfach immer ein neues Fragment zurückliefern, also nicht irgendwie so wie ich das gemacht habe, sondern ihr könnt auch eine komplett andere Fragmentklasse liefern. Das ist quasi der große Trick dabei. Also ihr switcht nach i, wenn es Fragment 1 oder wenn hier i gleich 0 ist, dann gebt ihr Fragment 1 zurück, i gleich 1, gebt ihr das nächste zurück und so weiter und so fort. So viele ihr halt wollt, so viele Views ihr braucht. Ziemlich geil das Ganze. Und ja, lohnt ziemlich. Okay, das war's dann auch schon wieder für heute. Naja, was heißt schon wieder? Wir haben immerhin fast 20 Minuten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Like nicht vergessen, subscriben sowieso nicht. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir dann eben mit den Tabs anfangen. Okay, bis dann. Ciao.